Trotzdem ist im letzten Jahr gelungen, im November und Dezember eine Präsidentschaftswahl und auch eine Parlamentswahl durchzuführen. Einzelne Bereiche des Landes sind aber für humanitäre Hilfe und auch Vorgehen der zivilen Krisenprävention nicht erreichbar. Deshalb brauchen wir MINUSMA. Diese Mission besteht aus rund 9.000 Soldaten, Polizisten und zivilen Helferinnen und Helfern, insbesondere Fachexperten. Die Bundeswehr beteiligt sich mit 150 Soldatinnen und Soldaten. Was ist unsere Aufgabe dabei? Es ist zunächst die Gewährleistung des Lufttransports sowohl von MINUSMA-Truppen in das Land als auch innerhalb des Landes, der taktische Lufttransport. Des Weiteren leisten wir Luftbetankung. Alles sehr sinnvolle und wichtige Bereiche. Wir sollten daran denken, dass dort insgesamt 40 Staaten engagiert sind und wir mit unserem Beitrag einen wesentlichen Beitrag im Bereich der Versorgung leisten. Wenn wir allerdings die Medien dieser Woche betrachten, so ist deutlich geworden, dass die Vereinten Nationen bei einer Überarbeitung ihrer Truppenbereitstellung künftig auf deutsche Flugzeuge bis auf Weiteres verzichten möchte. Folglich wird die Bundeswehr die beiden Transall-Maschinen zunächst abziehen, aber in Bereitschaft halten. Ich möchte die Haushaltswoche dazu nutzen, uns ins Bewusstsein zu rufen, dass wir auch für unsere Streitkräfte eine ausreichende Ausstattung brauchen, die auch in der Lage ist, in heiklen Klimaregionen zu bestehen. Es ist für uns sicherlich ein gutes Zeichen, dass wir nach einer gewissen Zeit Teile unserer Besatzungen wieder herauslösen können. Trotzdem möchte ich auf ein Wort unseres Bundespräsidenten verweisen, der sehr klar vor kurzem wieder hervorgehoben hat, wir dürfen in Krisenregionen nicht von vornherein die Befähigung zum Einsatz hochintensiven Gefechts aufgeben. Das bedeutet aber auch, dass wir in Europa, Deutschland und Frankreich vielleicht ein klein bisschen über unsere Sicherheitskultur nachdenken müssen. Unser Rational die letzten 20 Jahre hat sich bewährt. Wir haben immer gesagt, Deutschland ist von Freunden und Partnern umgeben. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Freunde und Partner sind es nicht mehr, sowohl nicht in der östlichen Nachbarschaft als auch nicht im fragilen Süden, Stichworte Ukraine und Libyen. Und deshalb kommt es mir sehr stark darauf an, am Rande einer Haushaltswoche auf die nachhaltige Finanzierung unserer Bundeswehr zu drängen. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, in Mali leisten wir nicht nur militärische Einsätze. Die Bundesrepublik Deutschland ist im Rahmen des vernetzten Ansatzes sehr stark im Bereich der zivilen Krisenprävention und der humanitären Hilfe engagiert. Insgesamt rund 20 Millionen Euro seit dem letzten Jahr. Das beweist aber auch, dass wir in der Lage sind, im Rahmen des vernetzten Ansatzes wertvolle Hilfe und Beiträge zu leisten. Es ist nicht eine Frage der Menge an Soldaten oder hilfsunterstützenden, beratenden Kräften, sondern es ist eine Frage der Fähigkeiten, die wir einbringen, der Verlässlichkeit und des Vertrauens. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich deshalb abschließend als Außenpolitiker noch auf einen anderen Aspekt verweisen. Wenn wir in Deutschland im Kerngehäuse Europas verlässlich Sicherheit bereitstellen für unsere Nachbarstaaten, für unsere Freunde, dann müssen wir auch genauso verlässlich und sicher mit Blick auf Afrika die Lage um Mali bewerten. Es nützt uns nichts, uns ausschließlich auf die Mission in Mali zu konzentrieren, wo wir ja auch noch mit einer EU-Mission präsent sind in der Ausbildung malinesischer Soldaten, sondern wir dürfen eines nicht außer Acht lassen. Eine der Hauptursachen für die Krisen und Konflikte im nördlichen Afrika ist auch der Staatszerfall in Libyen. Wir haben seinerzeit gut daran getan, uns nicht an der Mission zu beteiligen gegen Libyen. Allerdings haben wir auch nicht viel beitragen können, um eine Folgemission zu verantworten. Wir müssen uns in den nächsten Jahren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, intensiv mit Libyen befassen, um diesen Ort der Proliferation von konventionellen Waffen, diesen Ort des Rückzugsgebiets des internationalen Terrorismus wieder auf ein Niveau zu heben, dass Libyen die Rückkehr in eine gleichberechtigte Partnerschaft mit anderen Staaten in der Region ermöglicht. Ich bitte Sie deshalb abschließend, dem MINUSMA-Mandat zuzustimmen. Wir haben bereits erhebliche Fortschritte zu verzeichnen. Und ich glaube, das Engagement der Bundeswehr ist aller Ehren wert. Ich danke allen, die für diesen Einsatz geworben haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ulrich Kiesewetter, der Obmann im Auswärtigen Ausschuss für die CDU-CSU-Fraktion, hat hier die Aussprache eröffnet. Und ja, einen Aspekt möchte ich noch mal besonders hervorheben, denn der Bundeswehreinsatz in Mali, der deutsche Beitrag, hat ja vor allem als Inhalt Lufttransporte und Betankung von Flugzeugen. Und Ulrich Kiesewetter hat es nur ganz kurz angesprochen, die zwei Transall-Maschinen im Einsatz vor Ort in Mali, die sollen nämlich jetzt zurückgeholt werden, denn die UN hat gesagt, sie können die Maschinen, die etwas betagt sind anscheinend, mit denen können sie gar nichts mehr anfangen, da die Maschinen bei Hitze oft am Boden bleiben und bei Dunkelheit wegen fehlender Nachtsichtausrüstung gar nicht mehr fliegen können. Das Mandat indes wird heute trotzdem beraten, weil natürlich die 150 Soldaten, die zur Unterstützung der UN-Truppe vorgesehen sind, vor Ort weiter sind. Und es geht ja auch weiterhin um die Betankung von Flugzeugen. Hören wir also, was Christine Buchholz für die Opposition, in dem Fall für die Linke, zu diesem Mandat zu sagen hat. Die veraltete Ausstattung, die nicht auf heikle Klimaregionen ausgerichtet ist. Das Problem ist, dass die sogenannten Friedensmissionen der UNO völlig ungeeignet sind, um Frieden zu schaffen. Und das zeigt auch MINUSMA, der UN-geführte Einsatz in Mali. Der Einsatz der Bundeswehr im Rahmen dieser Mission soll die europäische Mission heute Mali ergänzen. Die dabei ausgebildeten malischen Gefechtsverbände, ich zitiere den Antrag der Bundesregierung, sollen im Norden Malis zur Wiederherstellung der staatlichen Integrität eingesetzt werden. Dieser Auftrag hat direkte kriegerische Auseinandersetzungen zur Folge gehabt. Laut Nachrichtenagentur Reuters hat die malische Armee am 21. Mai einen Überraschungsangriff auf die von Tuareg gehaltene Stadt Kidal gestartet, mit dabei Soldaten aus den mithilfe Deutschlands ausgebildeten Gefechtsverbänden. Das ist keine Friedensmission. Das Ergebnis ist ein Desaster. Die Armeeoffensive scheiterte und hinterließ 50 tote malische Soldaten. Der malische Verteidigungsminister musste zurücktreten, doch die Bundeswehr meldet, der nächste Ausbildungsgang hat schon begonnen. Und es zeigt sich mal wieder einmal mehr, es geht nicht um Frieden in Mali, es geht um die Stabilisierung einer Region, die dem Regierung, die im Westen genehm ist. Und wie genehm, das können wir nur ahnen. Aber so kündigte die neue Regierung in Bamako im letzten Herbst zunächst die Überprüfung der überaus unvorteilhaften Verträge mit internationalen Bergbaukonzernen an. Dagegen machte die EU Druck, und seitdem haben wir nichts mehr von einer Neuausschreibung gehört. Fakt ist, die Goldförderung boomt in Mali, doch von dem Reichtum bleibt kaum etwas bei den Menschen im Lande. Und deswegen sagt die Linke, nur wenn die sozialen und wirtschaftlichen Probleme angepackt werden und gelöst werden, kann es in Mali und kann es auch in der ganzen Sahelregion dauerhaft Frieden geben. Die internationale Militärintervention, die von Frankreich geführt und von Deutschland unterstützt wird, hat kein Problem gelöst, aber es hat humanitäre Notlagen an anderer Stelle massiv verschärft. So sitzen immer noch 140.000 Flüchtlinge in Zeltlagern fest, darunter viele Tuareg. Der österreichische Standard hat in einer eindrucksvollen Reportage darüber berichtet. Walid Fadimata, die Vorsitzende der Frauen des Flüchtlingscamps Gudubu an der Grenze zu Burkina Faso, sagt, ich zitiere, wir hatten gehofft, dass Frankreich den Krieg beenden und für Recht und Ordnung sorgen würde. Stattdessen kam es zu zahlreichen Verbrechen an der Zivilbevölkerung. Es ist schlimmer als zuvor. Und während im Flüchtlingslager Gudubu verschiedene Ethnien friedlich zusammenleben, hat die malische Armee ermutigt durch den internationalen Militäreinsatz einen Rachefeldzug gegen Tuareg durchgeführt. Doch die Bundesregierung ignoriert diese Realität, denn eine ehrliche Bilanz des Mali-Einsatzes kann nur zu einer Schlussfolgerung führen. Holen Sie die Bundeswehrsoldaten aus Mali zurück. Verschrotten Sie die alten Transall-Maschinen. Sie brauchen auch keine neuen Transportmaschinen wie den A400M anschaffen. Das Geld wird an anderer Stelle viel, viel dringender gebraucht bei sinnvollen humanitären und zivilen Projekten in Mali. Frau Kollegin Buchholz, kurz bevor Sie mit der Redezeit zu Ende sind, darf ich Sie noch fragen, ob Sie eine Frage oder eine Anmerkung gestatten. Die Anmerkung kann der Kollege Otte gern, wenn ich diesen Satz beendet habe, machen. Das Geld wird an vielen anderen Stellen gebraucht, beispielsweise bei vielen sinnvollen humanitären und zivilen Projekten in Mali, in der Sahelregion und an vielen anderen Orten der Welt. Vielen Dank.
Christine Buchholz, die verteidigungspolitische Sprecherin der Linksfraktion. Gebe ich Ihnen die Möglichkeit für eine Kurzintervention im Anschluss an diese Rede. Herr Präsident, herzlichen Dank. Ich wollte Frau Kollegin Buchholz fragen, ob sie bestätigen kann, dass sie mit dabei war, als wir mit unserer Verteidigungsministerin Mali besucht haben, und dass die dortigen Gesprächsteilnehmer uns gesagt haben, dass für sie zuvorderst wichtig ist, dass sie Stabilität bekommen, ein Gewaltmonopol für den Staat, um damit eine Grundlage für wirtschaftliche, friedliche Entwicklung zu erzeugen, oder ob sie damals weggehört haben, als diese Gesprächsteilnehmer unserer Delegation das gesagt haben. Henning Otte war das, der verteidigungspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Und Christine Buchholz hat jetzt das Recht, noch mal zu antworten. Mich wundert es nicht, dass die Vertreter der malischen Regierung und des Militärs diese Einschätzung teilen, aber die vielen Vertreterinnen und Vertreter von zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber auch die Menschen beispielsweise in den Flüchtlingslagern, haben doch einen anderen Eindruck. Und ich bitte Sie, diese Realitäten zur Kenntnis zu nehmen und nicht nur auf diejenigen zu hören, auf die Sie hören wollen. So, bevor jetzt gleich der Kollege Wolfgang Hellmich reden wird, darf ich bekannt geben, die Abstimmung, namentliche Abstimmung, das Ergebnis zum Einzelplan 04, Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin und des Bundeskanzleramtes. Abgegebene Stimmen 587. Mit Ja haben gestimmt 471. Mit Nein haben gestimmt 116. Enthaltungen keine. Der Einzelplan 04 ist damit angenommen. So, jetzt ja, das war noch der Nachtrag. Wenn Sie heute Vormittag bzw. von 9 bis 13 Uhr hier die Debatte im Hohen Haus verfolgt haben, das war ja die Generalaussprache, der Etat der Kanzlerin zugrunde liegt und die namentliche Abstimmung traditionell über diesen Etat auch ein bisschen eine Zustimmung zur Regierungspolitik. Allerdings waren von den 631 Abgeordneten hier im Hohen Haus bei dieser Abstimmung nur 587 hier im Saal und es gab dementsprechend 471 Ja-Stimmen. Natürlich, die Große Koalition hat hier 504 Abgeordnete und die überwiegende Mehrheit im Haus. Jetzt geht es hier weiter in der Aussprache zur Verlängerung des Bundeswehrmandates in Mali mit Wolfgang Hellmich für die SPD-Fraktion. Sie würden diese Situation einfach in Kauf nehmen, weil Sie nämlich nicht bereit wären, an der Stelle die malinesische Bevölkerung selber vor diesen Angriffen aus dem Norden zu schützen. Und das ist der Punkt, an dem wir uns grundsätzlich unterscheiden. Und deshalb stimmen wir Sozialdemokraten der Verlängerung dieses Mandates auf jeden Fall zu, weil es nämlich in Mali nötig ist, die Verlängerung dieses Mandates, um weitere Fortschritte, die in Mali erzielt worden sind, nicht nur zu sichern, sondern mit dazu beizutragen, dass dieser Prozess in Mali weiter vorangehen kann. Und dazu gehört vor allem auch eine demokratisch gewählte und legitimierte Regierung, die in diesem Lande auch die Verantwortung übernehmen will und übernehmen wird. Und dass es diese Wahlen geben konnte und überhaupt so durchgeführt werden konnten, ist auch mit der Unterstützung durch MINUSMA zuzuschreiben, weil nämlich die logistischen Fragen sind vor allem auch im Rahmen dieses Mandates mit unterstützt worden und ist Bestandteil des Mandates, auch an der Stelle für einen demokratischen Aufbau auch in Mali zu sorgen. Das ist gut so, deshalb brauchen wir diese Mission weiter und werden sie auch unterstützen, damit auch der Dialog, der mit den Tuareg begonnen worden ist, zu der Frage, wie denn ein dezentral organisierter Staat aufgebaut werden kann, auch so abgesichert stattfinden kann, dass es dort zu einem Fortschritt kommt und dass es nicht zu Rückschritten kommt, weil ansonsten würden wir bei der terroristischen Bedrohung, die es nach wie vor aus dem Norden Malis gibt und die auch ausgeübt wird, werden wir an diesem Punkt auch zu keiner Vereinbarung mit den Tuareg kommen können. Ich denke mal, die Verbesserung der humanitären Lage, die es durchaus in Mali gibt, wenn es um die Frage der Wasserversorgung geht, wenn es um die Frage der ärztlichen Versorgung geht, wenn es darum geht, dass auch Ärzte ohne Grenzen über staatliche Mittel aus der Entwicklungszusammenarbeit unterstützt werden, ohne diesen ganzen Initiativen auch von NGOs und breitgetragen gestützt, würde Mali letztendlich in einer Situation versinken, die diese gesamte Region destabilisieren würde. Alle anderen benachbarten Länder sehen das auch so, unterstützen an solchen Prozess auch. Und ich denke mal, es gibt keine Alternative dazu, diesen Weg auch konsequent mit MINUSMA und anderen
Elementen weiterzugehen, weil MINUSMA ist nur ein Baustein im Zusammenhang von heute im Mali, dem Aufbau und der Ausbildung der malinesischen Armee. Und es ist ein Element im Zusammenhang mit EUCAP, wo im Bereich Sahel und Mali in dieser europäischen Mission Polizeikräfte, Sicherheitskräfte und andere Kräfte in Richtung Staatsbildung ausgebildet werden. Ich glaube, in diesem gesamten Kontext ist MINUSMA zu sehen. Und es ist ein Kernelement, um dieses Land weiter nach vorne zu bringen und den Menschen zu helfen. Damit nämlich die 120 Millionen, die an Entwicklungszusammenarbeit Mittel nach Mali gehen, nicht in einer kriegerischen Situation letztendlich verfrühstückt werden und letztendlich dann geopfert werden. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz, in diesem breiten Ansatz deutlich zu machen, worum es denn uns denn auch bei diesem Element MINUSMA geht. Richtig ist, der Verzicht auf die Transall ist ja gerade genannt worden, ist letztlich eine technische Frage. Weil auch auf der Grundlage der Anforderungen und der Bitten der malinesischen Regierung hat ja die UN eine Veränderung ihres Kräftedispositivs vorgenommen und ihre Strategie vorgenommen, nämlich sich stärker zu konzentrieren a auf den Norden Malis, aber auch auf den weiteren Ausbau von humanitären Hilfen für Mali und deshalb über die UN. Das beinhaltet auch, Drohnen in Mali einzusetzen, will ich an der Stelle dazu sagen, weil nämlich die malinesische Regierung auf diese Fähigkeit drängt und bittet, sie einzusetzen, weil sie nämlich auch mit ihren eigenen Streitkräften nicht in der Lage sind, eine Region Norden Malis komplett unter Kontrolle zu halten. Es braucht einen breiteren Ansatz an der Stelle, um die Situation im Norden Malis in den Griff zu kriegen. Das ist der Kern, um den es geht. Im Norden Malis zu einer Situation zu kommen, dass der malinesische Staat weiterarbeiten, sich weiter aufbauen kann. Und deshalb ist das ein Kernbestandteil dessen, was MINUSMA zu leisten hat. Unser eigener Beitrag in Mali ist vorhin genannt. Die Obergrenze sind 150 Soldatinnen und Soldaten, die da eingesetzt werden. Im Moment ist es vor allem Stabsarbeit, es ist die Ausbildung von Soldatinnen und Soldaten, es ist aber die Entwicklung auch der malinesischen Armee und Aufbau der zivilen Verwaltung. Beispiel Kidal, es wurde gerade ja genannt, was denn in Kidal falsch gelaufen ist. Mit einer nicht dafür ausgebildeten Truppe zu entscheiden, dort in eine kriegerische Auseinandersetzung zu gehen, war ein Fehler. Und dieser Fehler hat zumindest erstmal den malinesischen Verteidigungsminister gekostet, der zurückgetreten ist, die Verantwortung dafür übernommen hat. Aber es ist auch letztendlich hinbekommen worden, auch in Gesprächen mit den Tuareg an der Stelle in Kidal, die Situation wieder so in den Griff zu kriegen, dass diese Stadt A nicht kriegerisch mehr belagert wird und sich nicht in kriegerischen Auseinandersetzungen befindet und auch administrativ wieder in den Griff bekommen worden ist. Auch das ist Bestandteil und ein Ergebnis, in dem MINUSMA mit den Kräften, die dort sind, in diese Situation reingegangen sind und die Situation auch in den Griff genommen haben. Wir sehen zu MINUSMA in Mali keine Alternative. Deshalb stimmen wir der Verlängerung dieses Mandates zu. Wir brauchen dieses Mandat, wir brauchen die anderen Elemente, die an anderen Initiativen, die dort arbeiten, die dort tätig sind, damit NGOs arbeiten können, damit es humanitär weitergehen kann und dass die Region in Afrika stabil wird und nicht destabilisiert und alle anderen Nachbarregionen mit destabilisiert. Damit sind wir im Einklang all derjenigen, die auch in Afrika, in diesem Land Mali selbst und in den benachbarten Ländern Verantwortung tragen. Und deshalb stimmen wir der Verlängerung dieses Mandates zu. Danke. Sagt Wolfgang Helmich für die SPD-Fraktion. Und er hat das kurz angesprochen. Es gibt zwei Mandate für Mali, an denen Deutschland beteiligt ist. Es gibt zusätzlich zu diesem UN-Mandat, über das heute abgestimmt wird, das heute verlängert werden soll, eine EU-Ausbildungsmission, quasi Hilfe zur Selbsthilfe. Auch daran beteiligt sich die Bundeswehr. Malische Soldaten werden dort ausgebildet. Das hat der Bundestag bereits im Februar verlängert. Heute also das UN-Mandat. Dazu hören wir jetzt auch Agnieszka Brugger für die Bündnisgrün. Soll sich stärker innerhalb von VN-Friedensmissionen einbringen. Und diese Forderung ist richtig, denn Deutschland ist zwar erfreulicherweise viertgrößter Geldgeber solcher Friedensmissionen, bei der Personalbereitstellung belegen wir allerdings nur den Rang 48. Und wir Grüne fordern schon lange mehr Verantwortung und ein stärkeres Engagement innerhalb der Vereinten Nationen, dass wir sie dabei unterstützen, bei ihrem Engagement für mehr Frieden und Sicherheit auf der Welt. Aber noch während Sie Ihre schönen Pressestatements in New York gaben und mitten in den Beratungen des deutschen Beitrages zur N-Mission MINUSMA in Mali,
wurden wir von der Bundesregierung informiert, dass die Transall-Flugzeuge und ihre Besatzung, die ja auch einen Großteil dieses Mandates darstellen, in Zukunft angeblich nicht mehr gebraucht werden und demnächst abgezogen werden sollen, obwohl wir sie heute hier mandatieren. Gleichzeitig erfahren wir aber, dass Portugal an dieser Stelle einspringt. Und ich finde, das zeigt doch auch, wie viel Substanz sich hinter Ihren Versprechen an dieser Stelle verbirgt. Und dass wir Sie einerseits mehr Unterstützung der Vereinten Nationen versprechen und auf der anderen Seite aber das deutsche Engagement in einer Friedensmission zusammenstutzen. Und das finde ich entlarvend und das finde ich auch blamabel und unglaubwürdig. Aber meine Damen und Herren, noch wichtiger als die Bereitstellung von Transall-Flugzeugen ist es, eine schlüssige zivile Gesamtstrategie zur Lösung der Konflikte in Mali zu entwickeln. Und ja, in den letzten Wochen und Monaten gab es sehr besorgniserregende Vorfälle. Sie sind ja auch schon angesprochen worden. In Kidal, dort ist es zu Protesten gekommen, zu Gewaltausbruch, zu Geiselnahmen, zu Todesopfern. Daraufhin haben die malischen Streitkräfte eine Offensive gestartet, sind von den Tuareg-Rebellen besiegt worden und mussten fliehen. Die Tuareg-Rebellen haben auch wieder Teile des Nordens unter ihre Kontrolle gebracht. Aber ich finde es schon auch immer interessant, wie Sie es von der Linkspartei, liebe Kollegin Frau Buchholz, schaffen, auszublenden. Das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass es ein Ende der Gewalthandlungen gab, dass es einen Waffenstillstand gab und dass dabei MINUSMA eine sehr zentrale und sehr wichtige Rolle gespielt hat. Aber man sollte die Lage in Mali nicht schönreden. Sie ist ernst, sie bleibt fragil. Und man sieht es an den zahlreichen Regierungsumbildungen, an den vielen Ministerrücktritten, aber auch insbesondere daran, dass der Versöhnungsprozess immer wieder ins Stocken gerät und beide Seiten, sowohl die malische Regierung, aber auch die Gruppen im Norden, diesen Prozess immer wieder verzögern, verschleppen, teilweise sogar torpedieren und blockieren. Und meine Damen und Herren, es gibt viel zu tun. Ich finde, statt Schaufensterreden und wolkigen Verantwortungsdebatten und Afrika-Debatten geht es jetzt darum, mal konkret aufzuzeigen, wie wir mehr Personal für VN-Missionen zur Verfügung stehen. Und da geht es eben auch nicht nur um Militär, sondern vor allem auch um zivile Expertinnen und Experten und um Polizeikräfte. Und ich erwarte schon auch, Frau Ministerin von der Leyen, dass Sie dann auch ganz konkret sagen, wie Sie sich innerhalb der VN-Friedensmission einbringen wollen und auch die Evaluation der Bundeswehrreform daraufhin ausrichten, und das betrifft auch bestimmte Fähigkeiten. Aber auch ganz speziell für Mali gibt es viel zu tun. Aus den Vorfällen in Kidal müssen Lehren gezogen werden für die UN-Mission in MINUSMA, aber auch für die EU-Ausbildungsmission, die dort vor Ort ist. Und es ist noch mal ganz klar geworden, dass es ganz zentral ist, die politische Kontrolle über die malischen Streitkräfte zu verstärken. Aber ganz wichtig zur Lösung der Konflikte in Mali bleibt eben der politische Prozess und vor allem die Versöhnungsverhandlungen. Und das muss die internationale Gemeinschaft, das muss auch MINUSMA weiter unterstützen und weiter vorantreiben und vor allem auch beide Seiten in die Pflicht nehmen. Ich finde, den militärischen, zivilen und polizeilichen Einsatzkräften, auch den Transall-Besatzungen der letzten Jahre, ihnen gehört nicht nur unser Dank, sondern wir sollten alles dafür tun, dass ihr Engagement nicht umsonst war und wir am Ende des Tages einen engagierten und nachhaltigen Beitrag für mehr Frieden, Stabilität und Sicherheit für die Menschen in Mali leisten. Vielen Dank. Agnieszka Brugger war das für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die Sprecherin für Sicherheitspolitik und Abrüstung. Und jetzt hat hier schon, bevor wir dann auch darüber eine namentliche Abstimmung erwarten, über diese Mandatsverlängerung, der letzte Redner das Wort, Reinhard Brandl für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, um die Entwicklung in Mali richtig beurteilen und werten zu können, muss man sie wohl kurzfristig betrachten, aber auch die langfristige Entwicklung mit berücksichtigen. Kurzfristig, und da sind wir uns alle einig, gab es natürlich den Rückschlag. Der Besuch des Premierministers Musamara in Kidal war eine unnötige Provokation. Der Versuch der malischen Streitkräfte, Kidal dann zu erobern, war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die internationale Gemeinschaft haben Musamara davon abgeraten, diesen Versuch zu unternehmen. Er hat es trotzdem gemacht und ist gescheitert. Man hat fast das Gefühl, die malische Regierung wollte zu viel, zu schnell und hat dabei genau das Gegenteil erreicht. Die malische Armee ist empfindlich geschwächt, demoralisiert. Plötzlich steht die Frage im Raum, wer hat den Angriffsbefehl gegeben?
Und die Autorität und das Vertrauen in verantwortungsvolles Handeln der Regierung ist auf allen Seiten gestört. Interessant ist aber, wie man in Mali selbst innenpolitisch mit diesem Rückschlag umgegangen ist. Es gab zu dem Thema einen Misstrauensantrag im Parlament. Es gab eine lange kontroverse Debatte, die in weiten Teilen live im Fernsehen übertragen worden ist. Die Regierung kam unter Druck, sie musste sich rechtfertigen und hat umfassende Aufklärung versprochen. Das an sich, wie man damit umgeht, ist für mich eigentlich ein Hoffnungsschimmer, weil es zeigt, dass zumindest in Teilen dort schon wieder demokratische Verhältnisse herrschen, auch wenn der staatliche Einfluss der malischen Regierung nicht weit in den Norden reicht. Und ein zweiter Lichtblick war, dass bereits zwei Tage, nachdem die malische Armee gescheitert ist, ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet worden ist und in der Zwischenzeit auch die Separatistengruppen und die Regierung mit ihren ersten formellen Gesprächen begonnen haben. Und das könnte der Beginn des lange angekündigten, aber bisher noch nicht stattgefundenen Verhandlungsprozesses sein. Man darf aber auch nicht, und das hatte ich vorher angekündigt, die längerfristige Perspektive aus den Augen verlieren. Die Versöhnung zwischen diesen ethnischen Gruppen wird keine Frage sein von wenigen Monaten oder einigen Jahren, sondern es ist eine Frage von Generationen. Der Status Nordmalis ist seit der Gründung des Staates umstritten, seit Jahrzehnten umstritten. Die Konflikte mit den Tuareg sind seit Jahrhunderten vorhanden. Es hat sich aber seit dem Putsch im Jahr 2012 einiges verändert. Und vielleicht das Wichtigste im Hinblick auf Versöhnung und im Hinblick auf Verhandlungen ist, dass Mali heute relativ fest in ein Korsett internationaler Unterstützungs- und Stabilisierungsmaßnahmen mit eingebunden ist. Sie haben vielleicht mitbekommen, der Internationale Währungsfonds, die Weltbank haben im April die Zahlungen gestoppt und auf gute Regierungsführung hingewiesen und darauf gedrängt, die Regierung unter Druck zu setzen, da auch zu liefern. Die Nachbarstaaten, zum Beispiel Algerien, übernehmen eine große Verantwortung, laden die Rebellengruppen ein, um eine gemeinsame Verhandlungsposition zu erarbeiten, setzen die Regierung unter Druck. Die Afrikanische Union hat zum Beispiel bei den Waffenstillstandsabkommen massiv unterstützt, vermittelt, damit es auch zustande gekommen ist. Die Vereinten Nationen haben mit MINUSMA eine umfassende Stabilisierungsmission auf den Weg gebracht, die ja heute auch Teil der Debatte ist. Und die Europäische Union und insbesondere auch Deutschland helfen neben ihren Beiträgen zu MINUSMA auch mit einer massiven humanitären Unterstützung mit Entwicklungshilfemaßnahmen. Und wenn ich mir das BMZ ansehe, Minister Müller war vor einigen Wochen auch in Mali und hat die Projekte dort besucht. Es geht um die Stabilisierung von Gemeindestrukturen, es geht um Ernährungssicherung, es geht um die Wiederherstellung der Wasserversorgung. Und alleine mit den laufenden Projekten können dort etwa 500.000 Menschen mit frischem Wasser versorgt werden. Der Beitrag, den wir heute diskutieren, ist ein kleiner Beitrag zu MINUSMA. Wir haben bei MINUSMA nicht die Führung, es ist ein Mosaikstein, es ist ein Angebot, das wir machen, nämlich mit Transall-Maschinen bei der Logistik zu unterstützen, daneben Luftbetankung durchzuführen und als Berater in den Stäben, in den Berater von den Stäben von MINUSMA zu operieren. Es ist im Verhältnis ein kleiner Beitrag, wir sind nicht in der Führung und wir müssen natürlich akzeptieren, wenn aus einsatztaktischen Gründen, vielleicht auch aus finanziellen Gründen, die VN entscheidet, vorübergehend darauf nicht zurückzugreifen. Aber wir können, meine Damen und Herren, nur anbieten, was wir haben. Und ich plädiere an Sie, dass wir das auch tun, dass wir Mali und MINUSMA weiter unterstützen auf einem langen Prozess in Richtung Frieden und Versöhnung. Und bitte Sie deswegen um Zustimmung zu dem Mandat. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.